Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass fast alle religiösen Traditionen, man kann halt nicht sagen alle, wenn man nicht alle studiert hat, aber die meisten und so gut wie alle eine Idee haben, wie es zu Ende gehen wird. Also der Gedanke, dass es einmal explizit ein Ende geben wird, das dürfte wahrscheinlich was dein menschliches Kommune sein. Wir kommen woher und wir gehen wohin. Also das ist einmal die Betrachtung jedes einzelnen Menschen. Und dann der Schluss, dass es auch einmal mit der Welt zu Ende gehen wird, die auch irgendwann angefangen hat, das liegt fast auf der Hand. Also ich gehe davon aus, dass fast alle Religionen eine Lehre haben, eine Meinung haben zum Ende der Welt. In unterschiedlicher Ausformung, in unterschiedlicher Intensität. Der Begriff Eschatologie wird an sich verwendet in erster Linie innerhalb der christlichen Tradition beziehungsweise innerhalb der jüdisch-christlich-islamischen Tradition die Lehre von den letzten Dingen, würde man das übersetzen. Also sprich die explizite Lehre, was sich eben ereignen würde, was man jetzt vom Ende zu halten hat, wie man sich möglicherweise vorbereitet oder ähnliches. Der Begriff wird an sich aber auch außerhalb verwendet. Alle Religionen haben eschatologische Lehren, im weitesten Sinn des Wortes. Wobei man prinzipiell vielleicht unterscheiden kann zwischen den Religionen, die mehr eine Orientierung haben an einem linearen Geschichtsmodell und anderen, die eher zyklisch orientiert sind. Also wenn ich zum Beispiel das Christentum hernehme, da ist ja die Lehre sehr präsent. Ich habe einen Anfang, die Schöpfung, ich habe den Verlauf, Geschichte mit verschiedenen Höhepunkten und dann schließlich ein definitives Ende. Das haben sie im Christentum, das haben sie im Islam, im Judentum, in dieser Riege sozusagen. Und dem steht natürlich die Idee gegenüber, dass Werden und Entstehen in Zyklen sich abläuft. Dass es also Dinge sind, die einfach in Kreisen sich bewegen. Es gibt ein Vergehen, das dann wieder der Beginn eines Entstehens ist. Und diese prinzipielle Unterscheidung ist eine, die man, glaube ich, so über die Religionsgeschichte drüberlegen kann. Also das wäre die eine Seite jüdisch, christlich, islamisch und dann vor allem die Religionen Asiens. Das ist vor allem Hinduismus, dann Buddhismus und alles, was sozusagen im Osten dann relevant ist. Und da könnte man eben fragen, ob die beiden Modelle unterschiedliche Akzente auch setzen, was eben die Endzeit betrifft. Weil wenn ich davon ausgehe, dass es einen einzelnen Endpunkt gibt, also ein Ende und sonst keines, dann hat das natürlich eine höhere Wertigkeit. Also das sich auseinandersetzen mit einem finalen Ende scheint etwas zu sein, was die Menschheit immer fasziniert hat. Ich meine, liegt auf der Hand, sage ich einmal. Es ist nicht etwas, wo man jetzt so groß herumpsychologisieren sollte. Jeder fragt sich irgendwann einmal in Bezug auf sich selber und dann auch in Bezug auf alles, geht das dem Ende zu? Und wie könnte es sein? Und da gibt es eben die unterschiedlichen Modelle, die dann teilweise mit hochdramatischen Bildern natürlich arbeiten, beeindruckenden Bildern und die dann sich vor allem manifestieren in zentralen Texten. Im Christentum ist das vor allem die Apokalypse, das letzte Buch des Neuen Testamentes ist gleich das letzte Buch der Bibel überhaupt, wo eben ganz großartige, massive Bilder dann auch präsentiert werden, die man halt in alle möglichen Richtungen interpretieren kann und die auch in alle möglichen Richtungen interpretiert wurden, das ist natürlich klar. Aber das ist ja auch Spiel, glaube ich, dieses fast kreative, freudige Spiel mit der Apokalypse. Und das spiegelt sich, glaube ich, in solchen Texten auch. Die sind durchaus auch von jemandem geschrieben, der jetzt so richtige Lust hatte, das auszumalen. Der Schreiber der Apokalypse war inspiriert von bestimmten Traditionen. Es gab da einfach Vorformen und Vorideen. Und der hat das in einer sehr kreativen Art und Weise dann neu formuliert und hat damit einen Text geschaffen, der natürlich in weiterer Folge wieder Anlass war für alle möglichen Spekulationen. Und eben Stichwort vielleicht Spekulationen. Ausgehend von diesen grundlegenden Texten, gab es dann halt immer auch ein ungeheures Interesse, ob man jetzt sich irgendwie genauer informieren könnte. Wann geht's los? Wie wird es ablaufen? Ist das jetzt das Drehbuch der Apokalypse? Und um noch einmal eben Europa und das Abendland und das Christentum zu zitieren, es gibt ja eine Unmenge an Versuchen, ganz konkret sich vor allem zeitlich dann festzulegen. Also nach dem Motto, ich habe jetzt ausgerechnet mit den und den Grundlagen, jetzt geht's los oder eben morgen geht's los oder in 100 Jahren oder was auch immer. Das hat auch offensichtlich eine irrsinnige Faszination gehabt. Ich meine, die Bibel selber bietet natürlich sehr viele chronologische Angaben. Es gibt Angaben darüber, wie alt der erste Mensch war und da kann man eben rückrechnen, vorrechnen, wie man will. Und das war eben etwas, was die Menschen immer wieder gemacht haben und durch die Jahrhunderte immer wieder mit neuen Ideen diesbezüglich aufwarten konnten. Was dann eben allgemeine Stimmungen aufgefangen hat und dann die Leute in weiterer Folge natürlich auch fasziniert hat, teilweise halt auch erschreckt hat,
und möglicherweise auch terrorisiert hat. Das gibt es natürlich auch. Ich bin prinzipiell eben, wie gesagt, eher skeptisch, wenn man diese Krisenphänomene in erster Linie verantwortlich macht dafür, dass es so etwas wie ein besonderes Interesse an Endzeiterwartungen gibt. Weil wenn man sich eben kulturgeschichtlich umschaut, dann hat es das eigentlich immer gegeben. Welches Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Jahrhundert, auch mit den Kriegserlebnissen, aber auch welches Jahrzehnt des 19. und so weiter Jahrhunderts, wäre nicht eines, wo man irgendein Krisenthema hatte. Wenn man jetzt nur wenige Jahrzehnte zurückdenkt, in den 80er Jahren war Kalter Krieg plus Umweltverschmutzung, das waren die großen Themen dann. Sauer Regen zum Beispiel. Und das alles hat eine große Verbindung gehabt mit einer apokalyptischen Zuspitzung eigentlich. Und da ist eben schon die Grundidee, ob der Mensch nicht das braucht. Ob Krise nicht etwas ist, was eine Grundkonstante ausmacht, weil man nur sowas weiterbringt. Man könnte vielleicht davon ausgehen, dass im Zuge der höheren Bedeutung, die eben Massenmedien erfahren haben, das Reden von Krise in den letzten Jahrzehnten ein bisschen Verstärkung erfahren hat, weil Massenmedien natürlich sehr stark mit apokalyptischen Szenarien arbeiten. Aber prinzipiell, wie kriegen Sie ein Programm eigentlich durch, wenn Sie zum Beispiel ein Politiker sind? Da müssen Sie auch immer wieder setzen auf das Krisendenken. Weil sonst wird Ihnen jeder sagen, ja, so dringend ist schon nicht. Also dieses Moment der Dringlichkeit, dass ja im Endeffekt die Krise, das heißt, Dringlichkeit ist sozusagen die Botschaft der Krise. Wir sind in einer Krise und jetzt müssen wir schnell was machen. Das ist ja sowas wie ein Movens der Kulturgeschichte. Und ohne dem wäre wahrscheinlich wenig weitergegangen in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht kann man das ganze Krisendenken oder überhaupt die Krise an sich ganz positiv ummünzen, als die eigentliche Triebfeder. Und das Denken in Apokalypse und Endzeiterwartungen als Begleitphänomen, wo man dann möglicherweise eben diese Krise überspitzt. Ich bin jetzt ein bisschen sehr herumphilosophierend, sage ich jetzt mal. Aber so von der Grundidee, ich möchte mal das Beispiel auch der positiven Bedeutung zum Beispiel von Krise im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, gerade 80er Jahre, wo man die Idee zum Beispiel des sauren Regens sehr stark propagiert hat und da war ja oft ein sehr apokalyptisches Szenario dahinter, in 20, 30 Jahren wird es keine Wälder mehr geben. Und wenn man sich das jetzt im Nachhinein anschaut, die ganzen hochwissenschaftlichen Berechnungen waren offensichtlich falsch, weil die gibt es weiterhin und so schlimm ist der Schaden nicht. Auf der anderen Seite war das ja ein irrsinnig positiver Antrieb für Umweltschutzdenken im weitesten Sinne des Wortes. Also hat hier etwas in Bewegung gesetzt, das womöglich nicht auf dem Stand wäre, auf dem es heute ist, wenn es nicht diese massive Krisenrhetorik gegeben hätte. Und es gilt auch für politische Szenarien, wo man überhaupt den Eindruck hat, die müssen immer etwas Krisenhaftes in der Botschaft drinnen haben, damit überhaupt was weitergeht. Damit sozusagen der Tritt, der Finale in den Hintern der Menschheit möglich ist. Und die Apokalypse und dieses Endzeitphänomen ist dann so etwas wie ein Begleitschatten. Das ergibt sich irgendwie automatisch. Wenn ich sage, ich bin in einer Krise, ist es jetzt die finale Krise, die ganz furchtbare Krise, oder ist es halt eine Krise? Das ist ja nur eine Frage des graduellen Unterschiedes. Und da bin ich aber schnell natürlich beim Extrem, wo ich sage, jetzt wir sind in einer ganz furchtbaren Krise und möglicherweise geht morgen die Welt unter. Das sind nur ganz kleine Schritte da. Und so würde ich das interpretieren. Wie gesagt, es gibt andere Stimmen, die dann eher davon ausgehen, Krisenphänomene sind eben in bestimmten Phasen und wir sind halt jetzt auch in einer Krise, wie man das sagt. Wobei das eben jetzt in der Gegenwart vor allem verbunden wird natürlich mit dem Phänomen des finanziellen, wirtschaftlichen Ruins eigentlich. Das ist seit 2008 mit diesem Börsencrash und den Folgen. Aber auch hier haben wir auch, ich meine, ab 2008 gab es viele Untergangsszenarien mit Ende der Weltwirtschaft, Zusammenbruch, Banken und so weiter und so fort. Bislang hat sich es Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Es scheint eben, wie gesagt, ein Dauerphänomen zu sein. Und ich habe noch keine Zeit angefunden, wo es nicht so wäre. Also ich habe noch nie den Eindruck gehabt, auch wenn man sich gerade mit den Lehren zum Beispiel beschäftigt, in welchem Zeitalter sind wir. Es gibt ja so eine Idee von der Abfolge von Zeitaltern in der Antike schon.
Und das hat eine prominente Rolle, zum Beispiel im Buddhismus oder auch im Hinduismus. Es gibt also ein gutes Zeitalter, die Menschen gehen dann immer in immer schlechtere Zeitalter, bis sie dann schließlich so im Jetztzeit sind. Und eben, es war immer so in der Kulturgeschichte, wenn man so eine Lehre vertreten hat, ist man immer davon ausgegangen, dass die gerade aktuelle Menschheit in der schlechtesten Phase ist. Es gab nie eine, die gesagt hat, ich bin jetzt in der, man sage nicht goldene, zumindest in der silbernen oder ehernen. Es war immer die furchtbarste. Ob das eine Gemeinschaft ist, die dann in erster Linie sowas wie eine utopistische Gemeinschaft ist, eine gesellschaftsverändernde, sozialrevolutionäre oder was auch immer Gemeinschaft, und oder eine Gemeinschaft, die dann sich schon als Religionsgemeinschaft versteht, das ist ja oft nur ein feiner Übergang. Weil das ist ja nur eine Frage der Aufladung dann auch und dann eben der Frage, auf welche Inhalte bin ich in erster Linie fokussiert. Aber es haben alle Religionen prinzipiell eine sehr revolutionäre Botschaft in den meisten Fällen. Und alle haben auch den Auftrag, natürlich diese Gesellschaft zu verändern. Und da ist gerade der Gedanke, wir müssen das jetzt machen, und zwar relativ rasch. Einer, der gerade mit diesem Endzeitgedanken natürlich sehr stark kombiniert ist dann auch. Weil man muss sich da nur in die Rolle eines Religionsgründers versetzen, soweit möglich. Wenn ich meinen Mitgliedern sage, ich habe jetzt eine Botschaft, die ist interessant und super, aber sie ist nicht so dringend, wie weit werde ich da kommen? Das ist gerade dieser Fokus auf die Endzeit und auf die Dringlichkeit und besonders auf dieses, wir sind in einer Krise und das ist ganz furchtbar, das ist ja fast wesentlich notwendig, würde ich sagen. Und deshalb kann man sich, wenn man sich religionsgeschichtlich orientiert und gerade die Entstehungsgeschichten der meisten Religionen betrachtet, da kann man schon beobachten, dass die meisten Religionsgründer sehr stark gerade in der Begründungsphase und am Anfang auf apokalyptische Szenarien setzen, weil das einfach eine massive Dringlichkeit hat. Jetzt musst du dich bekehren. Es ist nämlich ziemlich eilig und es ist notwendig, dass wir das relativ rasch machen. Und wir müssen etablieren, unsere Gemeinschaft, unsere Utopie, unser Königreich oder was auch immer dann in weiterer Folge.